Makelloser Topaz. Wir haben zwei. Ach so, und wir brauchen aber Materialien ist ein Topaz. Das heißt, wir müssen erst das herstellen, um das zu erreichen. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit den Amethysten an, weil davon haben wir. Aber wir müssen uns von unten nach oben aber hocharbeiten. Okay. Dann wollen wir mal. Fehlerhafter Amethyst. Für den brauchen wir allerdings zwei. Das heißt, wir stellen hier erstmal zwei richtige Amethysten her. Zwei fehlerhafte Amethysten. Die kommen schon mal da oben hin. Inventarordnung muss sein. Dann machen wir hier, machen wir einen fehlerhaften Rubin draus. Den können wir dann aber nachher in die Beutetruhe legen, denn wir haben nicht genug Rubine. Von den Smaragden können wir einige mehr herstellen. Nämlich drei Stück. Wir brauchen erstmal aber nur zwei, das heißt. Einmal habe ich den Betörungszauber falsch gewirkt und Schwester Lyse hat mir zwei Wochen lang schöne Augen gemacht. Oh, war das peinlich. Alles klar, Mädchen. Dann machen wir hier noch die fehlerhaften Topase, weil diesmal, wir haben jetzt ja das Smaragd, haben wir schon. Davon machen wir auch mal zwei. Für eine Handvoll Edelsteine. Ein Erfolg freigeschaltet. Auch nicht mich. Auch nicht mies. Gut, dann. Ach, was wollen wir eigentlich mit Fehler. Mit so Kackdingern? Mit Ledierten und. Das sind alles Ledierte. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal alles hier herstellen, was geht. Dann haben wir es schon mal hinter uns. So quasi. Machen wir jetzt hier fehlerhafte Smaragde. Und hier nochmal ein paar Amethysten. Wenn wir mal Geld haben, können wir das auch ruhig mal für was Sinnvolles ausgeben. So, dann stellen wir jetzt her richtige Amethysten. Die werden einfach nur fetter, die Klunker. bei den Rubinen kommen wir erstmal nicht voran, aber bei den Smaragden kommen wir vorwärts. So, und bei den Topasen haben wir ganze drei Stück. Und da können wir auch einen makellosen Topaz erstellen. Das ist doch schon mal was. So, da haben wir jetzt ganze drei Topase, zwei Amethysten, einen Edelstein, einen richtigen Smaragd, einen fehlerhaften Smaragd und einen fehlerhaften Rubin. Dann, bevor wir jetzt weitermachen, kommen die beide in die Beutetruhe. Damit wir die da schon mal auf Vorrat haben, falls wir sie dann demnächst mal brauchen. So. Das macht ja richtig Spaß. Das glaube ich ja gar nicht. So, weiter geht's. Mit den makellosen Amethysten. Von denen können wir bisher einen machen. Sehr schön. Und hier die Topase. Die gehen auch noch. So, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt haben wir hier einen Smaragd und einen Topaz. Mit denen können wir leider nichts mehr anfangen. Das heißt, die kommen auch in die Beutetruhe. Das ist schon the next level. Oder wir verbauen die beide gleich. Das können wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall insgesamt 1, 2, 3. Ja, komm, tun wir mal alle hier rein. Für den Fall das. Also dann. Fangen wir mal an mit den Modifikationen. Wir haben hier einen makellosen Amethysten, der 10 Leben pro Treffer bringt, 8% Leben und 18 Vitalität. 10 Schaden pro Treffer, 11% bessere Chance, einen magischen Gegenstand zu halten und 18 Intelligenz. Und hier 20% Treffer. Das ist quasi doch besser als der hier? Nee. Aber kritische Trefferchance. 9% mehr Gold und 14 Geschicklichkeit und 9% bessere Chance für auf magischen Gegenstand, 6 Schaden pro Treffer und das sind die beiden Fehlerhaften. Also das sind die beiden Powerteile. Dann würde ich auch sagen, kriegt die unser Kollege. So, das Problem ist nur, wir haben bei dem Ding haben wir 2 bis 5 Arkanschaden. Wir bräuchten plus 51 Vitalität. Das kann uns leider keines dieser Teile hier geben. 18 Vitalität kann uns der hier geben. Dann würde ich den da oben in den Dingens einbauen. Ich weiß es gar nicht. Lass mal sehen. 3 bis 6 Schaden und 17 Stärke. Dann kommt da. Kommt der hier rein. Und dann haben wir schon mal ein bisschen der Leben wieder gut gemacht. Dann wäre noch mehr Leben gar nicht mal verkehrt.
15%, 10 Stärke, 4 bis 8 Schaden. Haben wir denn noch was, was mehr Leben bringt? Wir müssten doch eigentlich noch einen Topaz haben. Ich erinnere mich, da war mal sowas. Da haben wir doch jetzt, was haben wir da? Da haben wir noch was Blaues eingebaut. Was war denn das Blaue? Ach, das war ein Amethyst. Ja, richtig, wir haben keinen Amethysten mehr. Ja, schade auch. So, dann hätten wir hier die 2 bis 5 Arkanschaden. Immer noch das Problem, dass wir weniger Schutz haben. Mehr Schutz wird aber mit... Mit was wird das gemacht? Das wäre jetzt mal eine sehr interessante Frage. Schutz erhöht mehr Geschicklichkeit, mehr Intelligenz. Geschicklichkeit und Intelligenz. Ich glaube, es hat was mit Geschicklichkeit zu tun. Das heißt, ich würde den in das Ding einbauen, damit wir diese Waffe eigentlich ersetzen können. Auch wenn die mega geil ist. Mit den 8 Leben pro Treffer vor allen Dingen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Fangen wir erstmal bei dem hier an. Der hat 1 bis 2 Kälte. Prophet hat nicht erwähnt, dass ihr Langweiler ihr manchmal seid. Ach, halt's Maul. Ich muss mich hier konzentrieren. Geh nach Hause. Komm. Weg. Nein. Du bist ja auch gleich dran. Sei doch nicht so ungeduldig. So, hier. Der hat 1 bis 2 Kälteschaden. Der bräuchte noch mehr Schaden. Das heißt, wir geben dem irgendwas, was mehr Schaden verursacht. Das heißt, wir geben den... Das Ding. Ja, und dann haben wir eine Waffe mit 29,2. Das ist natürlich ziemlich geil. Nur mal so jetzt aus Jux, ne? Herstellen. Können wir dann ja mal gucken direkt. Wenn wir jetzt hier das Ding einsetzen, dann hat das 30,1. 10 Schaden pro Treffer. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Okay, ich sollte vielleicht doch ein bisschen nachdenken. 20% kritische Trefferchance. Also das war jetzt Intelligenz, die brauchen wir nicht. Und wenn wir jetzt Geschicklichkeit nehmen würden, obwohl die müssen wir ja in Sonstiges einsetzen. Ich bin ja auch so klug. Jetzt würde es noch mehr Schaden machen, auf jeden Fall. Kritische Trefferchance und Nahkampf allein 6 Schaden pro Treffer. Nehmen wir mal an. 30,1 immer noch. Warum steigt das nicht? Ich weiß es auch nicht. Trennen wir mal, das kostet ja sowas von viel Geld. So, 50% kritische Trefferchance. Naja, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem an dem Ding ist nicht nur, dass wir Leben verlieren, sondern auch, dass wir 1,5% weniger Schutz haben. Heißt und bedeutet, wir müssen eigentlich dieses Ding hier einsetzen in das Amulett. Wenn das da am meisten Geschicklichkeit bringt. Nee, es bringt aber das hier. Das heißt, wir setzen das da ein und fügen das um den Hals herum und dann haben wir es auch geschafft. So, dann bleibt das mit dem Edelstein erstmal verschont, genau wie das hier. Diesem Ring, ob ich dem was gebe, weiß ich noch nicht. Die kriegt auf jeden Fall gleich der Templer. Und dann haben wir hier noch so einen geilen Smaragd. Was bringt der? Der bringt 18 Intelligenz. Ist unsere Zauberin damit besser oder braucht die mehr Geschicklichkeit, damit sie mehr Rüstung hat? Ich weiß es gar nicht. Fehlerhafter Smaragd, makelloser Topaz. Ich würde sagen, dann verbraten wir den hier mal. Ach, dann könnten wir den eigentlich auch darauf verbraten, weil die Waffe will ich eigentlich auch nutzen, statt die hier. Auch wenn... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob wir die hier noch brauchen. Wisst ihr was? Tests sind... es gibt hier, man kann ja auch mal probieren. Das heißt, wir probieren das gleich mal. Und dann kriegt dieser Ring, kriegt dann den hier mit 14 Intelligenz. Und das ist eine sinnvolle Modifikation. Das ist einmal dahingestellt. Das finden wir schon noch heraus. Ja. Ja, bitteschön. Und jetzt gehen wir zu unserem Templer. Kann auch nicht so weit sein, der Typ. Da ist er auch schon. Ah, das heißt nicht so klug. Und tauschen die Waffen hier aus. 29,2. Habt ihr mein Amulett gesehen? Sorry. Noch nie. Ihr habt es noch nie gesehen? Nein. Und euren Dolch auch nicht. Mein Dolch? Moment, der ist ja auch weg. Wenn wir den jetzt ausziehen würden, würde der Vergleich doch... Wieso wird das denn nie mit dem verglichen? Ich verstehe das gar nicht. Ach, guck mal, da ist ja auch noch ein Sockelplatz. Ach, so ein Scheiß. Aber auch das habe ich ja gar nicht bedacht. Welcher Ring war denn jetzt welcher? Ich glaube, das war der hier, den ich reintun wollte.
Regeneriert 3 Leben pro Sekunde. Das ist genau das, was ich haben will. So, vielleicht hätte das dann in dem Ding ein bisschen mehr geholfen. Was sind denn die Argumente an dem? Das bringt uns ein bisschen mehr Schutz und ansonsten gibt es dafür eigentlich keine Argumente. Das heißt, wir sollten den eigentlich gar nicht benutzen. Dann werden wir lieber den hier auswechseln. Hat der Templar das geile Ding und wir machen es uns vielleicht mal nicht so kompliziert. Wie wäre es denn damit? Wenn wir den Templar eigentlich sowieso nicht mitnehmen, sollten wir den seltenen Ring theoretisch gesehen sowieso zum Teufel jagen. Machen wir aber nicht. So, und hier tue ich jetzt mal meine beiden neuen Sachen rein. Ich jetzt mal gucke, dann würde uns das Leben und Schutz würde uns das positiv bringen. Das heißt, es hat sich eigentlich nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Das heißt, wir sollten die Waffe nochmal von ihrem Smaragd entleeren und dann sollten wir das Schild behalte ich mal für den Fall das, aber wir die Waffe, die verkaufen wir. Die hat zwar 30-1, aber die macht letztendlich macht die nur ein bisschen mehr Schaden und in allen anderen beiden Punkten ist die einfach viel, viel schlechter. Und das gleicht sich auch einfach nicht aus, finde ich. Also finde ich jetzt persönlich. Da könnt ihr mich meinetwegen gerne nochmal verbessern. Wenn ihr das meint, schreibt es einfach in die Kommentare, ne? Kennt ihr ja? So, 18 Intelligenz in diesem Ring. Bringt uns das überhaupt irgendetwas? Ich weiß es nicht. Sollten wir den Topaz vielleicht aufsparen? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich spare den jetzt einfach mal auf. Obwohl, dann haben wir hier den unbenutzten Sockelplatz. 10 Geschicklichkeit, 18 Intelligenz. Komm, was soll's. Kann immer noch entfernen, wenn wir den mal brauchen. Was werden wir tun, nachdem wir Belial und Asmodan im Seelenstein gefangen haben? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Quest beendet. EP erhalten 10.150, Gold erhalten 1.120. Eine Sache fällt mir da gerade noch ein. Wir haben hier hinten auch noch Händler. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Sehr schön. Da komme ich nochmal. So, aber der hat irgendwie auch nicht so wirklich was Geiles. 55, 55. Der Gürtel sowieso nicht. Diese Hose, die hat 2 leere Sockel, weil der wäre die Überlegung was wert. Aber das ist unter Sonstiges und da gibt es eigentlich nie Vitalität. Das heißt, es lohnt sich auch nicht. Schmuckstücke hat er hier, so ein geiles Amulett. Naja, lohnt sich aber auch nicht. Hier lohnt sich erst recht nicht. Seltener Ring, 20 Intelligenz. 19 Vitalität. Würde uns ein paar Leben mehr bringen. Brauchen wir aber nicht. Komm, wir wollen mal langsam weiter. Reden wir mal mit Lea. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Nein. Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies. Wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Lasst uns sofort mit ihnen sprechen. Geht zu Ashara auf den Bazar von Caldeum. Und ich dachte schon, das Kapitel wäre langsam mal vorbei. Aber nein, jetzt geht's anscheinend erst richtig los mit dem Kampf gegen Belial. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Ich komme! Schnell, wir werden euch schützen! Ist doch gar nichts. Ach, die schießen. Ich dachte, die kämpfen hier. Okay. Wir sind unter Zugzwang. Belial tötet die Bevölkerung Caldeums. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Wir werden mehr von ihnen hierher bringen. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich habe gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Oh. Bringt sie in die Kanalisation! Führt die Flüchtlinge aus Caldeums überflutete Halle 2 Minuten irgendwas. Sterben.
aber wenn wir... Komm jetzt! Welchen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Ach, scheiß was drauf. Wir können uns nirgendwo verstecken.